Na gut, dann werden wir eben versuchen, beim nächsten Mal zu investieren. Wir haben ja noch ein bisschen Geld, wir können auf jeden Fall ein bisschen hier alles richten. Ein bisschen, bisschen. So. Ach Mann, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich es vielleicht noch teurer mache. Aber mehr können wir jetzt erstmal groß nicht machen. Metall kostet 5000. Und für den Kondom, für die Lichtschranke brauchen wir ja 20.000. Das heißt, wir sparen wieder. Moment, ich gucke mir mal kurz die Statistik an. Mr. Metall war das letzte Mal ziemlich weit unten. Ich denke mal, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen noch einmal, dass er einfach mal einen Schock kriegt und mal was bezahlen muss. Von wegen vorbildlicher Sauberkeit. Ja. 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 Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, den müssen wir wirklich voll kotzen. Na gut, das werden wir das nächste Mal machen. Und fertig. 17.000. So, Mr. Methan ist dran. Oh oh. Nein. Ich habe die Lichtschranke. Ich habe die Lichtschranke. Geh weg. Nein. Ist ja wieder weißer Hai. Ah. Oh, ein Glück. Oh. Aber ich weiß noch, das letzte Mal, da haben sie, hat er mir ja was kaputt gemacht, aber da hatte ich die Lichtschranke nicht. Gut, dass ich die gekauft habe. Ich bin stolz auf mich. So. Was haben wir denn hier? Nein. Ja. Oh, Gold. Gold. Endlich das Glück. Mir Holz mit dem Gold. So, wir haben 19.000. Natürlich gehen wir zuerst an die Forschung. Denn wir brauchen bessere Brillen. Wir könnten jetzt mehr investieren. Ich würde sagen, wir machen mal 12.000. Dann haben wir schon insgesamt 22.000 rein investiert in die Brillen. Och, fick dich doch! Das habe ich nicht gesagt. So, dann gehen wir mal hier rein. Was die absolute Härte sind, Oberlippenbärte. Das stimmt nicht. Ich hasse Oberlippenbärte. Die müssen schon jemanden stehen, aber Moment. Wir richten erstmal alles. Das kostet wie viel? Ach, das können wir uns gut leisten. So, dann werden wir uns die Nummer 2 zu Gold verwandeln. Erhöhen wir natürlich um 4 Euro. So. Und hier kaufen wir einmal Metall und machen dann aus der einen Keramikschüssel eine Metallschüssel. Das sind schon 3. Ich mache am besten hier 1 höher. Dann dafür hier auf 5. Und hier machen wir auf 6 Euro. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Aber wir würden auf jeden Fall sehr viel Geld einnehmen. Wir nehmen ja momentan, glaube ich, mehr Geld ein als Mr. Methan, oder? Alter, guckt euch das mal an. Erstmal hat er einen höheren Rang als wir, ist ja klar. Aber auch verdammt viel Kundschaft. Aber hier, dadurch, dass er so viel Gäste hat, geht ihm bei ihnen ziemlich alles in den Keller. Und das kostet ihn auch Geld. Das heißt, er müsste dementsprechend auch viel Geld einnehmen müssen. Nur können wir leider sein Geld nicht sehen. 26.000 haben wir gemacht. Oh, ich wollte jetzt eigentlich noch gucken, wie viel... Oh nein! Entwickelt höhere Schulung. Wegen besonderer, schlauer Preispolitik erhält Mr. Methan die Urkunde für Wirtschaftlichkeit. Hat er es jetzt geschafft, oder was? Aber trotzdem sind wir besser. Also, ich verstehe nicht, warum wir denn jetzt die Tombola benutzen dürfen. 10.000! Na gut, Metall ist auch gut. Wie sieht's denn aus? Naja, gut, der hängt ziemlich weit unten. Der ist vielleicht auch anfällig, aber wir werden weiter forschen. Wir müssen auf denselben Stand kommen wie er. Wir forschen jetzt mal an beiden, aber es geben jeweils 10.000 aus. Okay. In Spülung. Komm schon, bitte. Oh, ich glaube, wir müssen mehr investieren. Ach. So, wie sieht's aus? Jetzt können wir noch Keramik upgraden. Kann man die eigentlich nicht verkaufen? Ne, können wir nur kaufen. Na gut, da haben wir immer noch Ersatzbrillen. Können wir jetzt auf 4 Euro hochgehen. Ach, das kotzt einen an. Moment, wir haben gar keine Lichtschranke. Warum erzähle ich... Was ist denn da? Warum ist hier ein Amboss? Warum ist hier ein Amboss in meinem Klo?
Was ist hier los? Warum habe ich ein... Wieso ist hier ein Amboss? Ich habe keine Lichtschranke übrigens. Ich hatte Glück gehabt, dass er mich nicht erwischt hat. Wir haben noch 5000. Können wir nichts machen? Na gut, ich werde jetzt mal den Spion angucken. Unter 50%. Unter 50%. Tja, Mr. Methan. Da werden wir dich jetzt mal ein bisschen das Geld schrumpfen. Vielleicht macht er auch sein Klo zu. Das war eine gute Investition mit den 2000. So, dann schaut mal. Hä? Willst du mich verarschen? Hallo? Du bist... Bist du in die falsche, ins falsche Klo gelaufen? Hallo, das war... Guck dir das doch mal an. Guck... Ich will... Moment. Hallo, Sauberkeit. Guck mal, der erste Klo ist unter 50%. Wie viel Prozent muss denn der haben? Muss das schon überquillen oder was? Also... Ich muss mal gucken, ob es irgendwo Regeln gibt, wie weit meins verschmutzt sein darf. Vor allem, dass seine Funktion auch nicht mehr so ganz okay ist. So, schauen wir mal, wie viel unser... Wir haben auf jeden Fall mehr Umsätze gemacht. 28.000. Okay. Hier sind natürlich weniger Gäste reingegangen. Aber auch nur, weil es ja nur Metall war statt Gold. Aber werden auf jeden Fall gut genutzt. Wir haben auf jeden Fall Plus gemacht. Jetzt ist er Klos. Was? Klosekretär. Schöne Scheiße. Ja, Scheiße ist das richtige Wort. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal mehr investieren in die Forschung. Wir müssen hinterherkommen. Jetzt brauche ich auch kein Metall mehr. So. Erstmal alles richten. So, wir haben 29.000. Wir könnten uns jetzt die Lichtschranke kaufen, aber wir brauchen bessere Brillen. So investieren wir mal. So. Komm schon, komm schon. Ja! Große Bemühungen ermöglichten die Entwicklung der Brille. Backenfänger. Mit dieser Klobrille sitzt man definitiv nicht mehr zwischen den Stühlen. Durch die neuere ergonomische Formgebung dieser Brille dürfte so ziemlich jede Backe sich wie zu Hause fühlen. Und alle Hämorrhoidenplagen hindern, können mal wieder tief durchatmen. Ja, tief durchatmen, das ist das Wort des, der heutigen Folge, sage ich dir. So, dann werden wir auf jeden Fall das am besten als erstes upgraden. 1500, warte, 1, 2, 3, 4. Da werden bestimmt definitiv mehr Leute drauf gehen dann. So. 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 So, dann bin ich mal gespannt, wie viel ich jetzt im Umsatz mache. Du bist dran, Mr. Methan. 39.000. Das heißt, wir haben auf jeden Fall mehr Kunden gekriegt. Das hat gut funktioniert. Schon wieder höhere Klobrillen. Der will immer besser bleiben. Scheiß Konkurrenz. Aber er hat nichts gemacht. Ein Glück. Schauen wir mal, was wir jetzt kriegen. So, Marmor wäre nicht schlecht. Ja, Schlüsselfluter. Ist ja ganz wichtig. So. Dementsprechend haben auch viele meine Toilette benutzt. So, jetzt werden wir aber auf jeden Fall erstmal die Lichtschranke kaufen. So. Damit hier nicht noch was passiert. Und wir werden in die Spülungen forschen. Alles, was wir haben. Komm schon. Wir haben da so viel Geld schon reingeschmissen. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich habe immer Pech. So, wie sieht's denn aus? Aus Spaß werde ich mir mal einfach mal das Gesundheitsamt ihn auf den Hals hetzen. Der war sehr vorsichtig. Aber ich habe ihn letzte Runde in Ruhe gelassen. Ich denke mal, durch die große Kundenanzahl wird es nicht so einfach sein, sein Scheißhaus wieder sauber zu halten. Nee, ich glaube, wir müssen ihn wirklich sabotieren. Ah, verdammt, Mr. Methan, du bist einfach ein harter Gegner. Gerüchte können wir verbreiten. Aber geht erst ab 10.000. Ist auch nicht schlecht, das müssen wir auch irgendwann mal machen. Dann gehen vielleicht weniger Gäste bei ihm drauf. Also momentan ist der an seinen Spülungen und seinen allem, was er macht, an seinen Brillen sehr gut dran, ne? Na, mal sehen.
50.000. Also wir kriegen jetzt immer mehr Geld. Da können wir bald höher gehen. Ja, wir sind Rollenverteiler. Jetzt freue ich mich. Das freut mir. Nein, er will den Kaputtmacher schon wieder zu mir schicken. Oh, bitte. Ich habe die Lichtschranke. Jetzt habe ich sie definitiv. Puh. Da bin ich immer froh, dass es passt. Rollenverwalter. Und er ist Kundenkönig. Ach du Scheiße. Ja, nee, Springflut Scheiße. Das ist ja gut für ihn. So, wie sieht es denn jetzt aus statistisch? Wow, der ist am Arsch. Moment. Okay, war das vielleicht zu früh? Vielleicht hätten wir auch mal einen Kotzer rüberschicken sollen. Na gut, ich wusste jetzt nicht, wie seine Klos aussehen. Ich bin jetzt rein nach der Statistik gegangen. Aber wir sind normalerweise eher dran gewesen als er. Normalerweise haben wir als erster Spieler immer gute Chancen, die Gegner zu manipulieren. 51.000. So, komm. Ich setze hier nochmal schön 20.000 drauf. Das ist doch nicht wahr. Oh, hier muss ich schon 40.000 investieren. Für die nächste Brille. Dann richten wir erstmal alles. So. Wir können ja... Wie viel kostet Smaragd? 60.000. Wie viel kostet Gold? 25.000. Und Marmor kostet 12.000. Da holen wir mal zweimal Marmor. Graden. Zwei ab, würde ich sagen. Metal. Und Metal. Und erhöhen die Preise. Bin mal gespannt, wie viel es jetzt rausbringt. Definitiv sind ja eigentlich günstiger als der Gegner, bestimmt. Du bist dran. 52.000. Hier sind weniger draufgegangen. Wir haben Gäste verloren. Ich glaube, wir müssen hier den Preis wieder runtersetzen. Oder wir machen die Klobrille noch ein Stück höher. Ich meine, das Papier. Aber hier ist es perfekt. Was? Ich bin zum Kloputzer degradiert. Was habe ich denn gemacht? Ich habe da noch nichts... Hallo? Was soll denn die Scheiße? Ich wusste ja auch nicht, dass man degradiert werden kann. Ja, hier, Springflut. Geschieht dir recht, du Schwein. Jetzt muss es doch mal langsam klappen hier. Warum wurde ich degradiert? Ich mache doch meine Toiletten besser. Was? Gesucht? Speischmidt. Wer ist eigentlich Speischmidt? Haben wir den hier überhaupt drinnen? Nee, wa? So. Nimm Kotzkurt. Kotzkurt mach dich auf. Ah, schade. Laut Statistik ist der weit unten. Was sind das Grüne? Geld. Oh, der hat verdammt viel Geld. Er ist bei unter 20% mit der Sauberkeit. Also, wenn das mal nicht scheiße ist, ich frage mich, warum ich immer bei mir alles richte. Das kann nicht wahr sein. Der bescheißt den doch. Also ich kann es mir nicht anders erklären, aber ganz ehrlich, ich will nicht seine Toiletten sehen. Bei denen können die noch so scheiße aussehen. Der führt ihn wahrscheinlich einfach überhaupt gar nicht in eine Toilette. Das kann ich mir nicht anders erklären. So, richten wir alles. Hier müssen wir den Preis wieder runtersetzen. Ist jetzt auf denselben Preis wie die hier. Oh! Jetzt checke ich erstmal, dass diese Toilette doch nicht anders ist als die hier. Aber wir können jetzt noch den Nerz einbauen. Dann haben wir die höchsten Toilettenrollen. Dann werden vielleicht noch mehr drauf gehen. Wie viel kostet Marmor? 12.000. So. Dann machen wir aus der Goldschüssel. Oh! Eine Marmorschüssel. Und erhöhen sie auf denselben Preis.
So, dann bin ich mal gespannt, wie viel jetzt wir rauskriegen. Oh, wir haben weniger. Warum haben wir weniger gekriegt? Wo lag's? Wir haben weniger verdient. Gewonnen durch Gewinn durch Kondome? Aha, aha. Verstehe ich nicht. Die sind immer noch zu teuer wahrscheinlich. Ich brauche auch billigere Toiletten. Erst gerne. Und er schickt mir wieder einen Vollkotzer. Der will's wissen. Boah, nach so einer langen Party, da kann's nur passieren. Aber wir haben ihn erwischt. Ich frage mich, woran das liegt, die Tombola. Ob das an Geldverdienung ist oder sonst was. Metall. Ja, der hat bestimmt schon ewig viele Metallschüsseln. Wir haben 57.000. Ich würde jetzt... Was? Sie benötigen erst den Rang Rollenverteiler. Okay. Also wir brauchen einen besseren Rang, sonst können wir gar nicht weiter forschen. Aber eine bessere Spülung wäre nicht schlecht. Ey, wir haben so viel Geld da schon reingesetzt. Und wir setzen noch mehr Geld da rein. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll die Scheiße? So, 30.000. Brechwert. Brechwert. Los, komm. Zack. Jetzt wird zurückgekotzt. Ist schon mal Rang höher. Ah, verdammt. Wie sieht's denn bei dem aus? Ah, okay. Da wird's nichts bringen. Ich glaube, die mögen kein Nerz. Geh mal wieder auf Seite zurück. So. Jetzt wäre ich wirklich gespannt, ob ich jetzt mehr verdiene. Gucken wir mal genau drauf. Nee, wir verdienen genauso viel. Das ist wahrscheinlich der Preis. Vielleicht sollte ich doch mit den Preisen runtergehen. Die gehen alle zu Mr. Methan. Verdammt. Ja, hier. Mach deine Tombola. Ich hasse dich. Gold? Marmor? Verdammt. Kriegt der wieder die tolle Marmorschüssel? Nein, ich will nicht aufhören. Weiterspielen. Okay, Leute. Machen wir jetzt eine ungerade Zahl. 15.000. Ich will endlich eine neue Spülung haben. Das war jetzt keine Schlange in meiner Hose oder sowas. Das war ich. Okay. Frag mich trotzdem, warum ich hier einen Amboss drin habe. Was können wir denn noch machen? Wir könnten auch aufs Markt drüber gehen. Na gut, das kostet aber 60.000. Das heißt, wir müssen da ziemlich sparen. Gehen wir mit dem Preis runter und erhöhen wieder auf Nerz. Müssten wir logischerweise Minus machen, weil wir mehr Geld ausgegeben, als wir einkriegen, also einbekommen. Aber wir gehen ja nach Tagen. Deswegen kann es ja passieren, dass jetzt mehr Gäste kommen, was folglich dazu führen könnte, dadurch, dass wir mehr Gäste haben, weil wir so billig sind, müssten wir jetzt mehr Einkommen kriegen. Oder wir bleiben auf demselben Stand. Das kann auch passieren. Ich hoffe nur, ich verkalkuliere mich da nicht. Alter Schwede, der hat so viel Gäste. Das liegt daran, dass wir wirklich so wenig Gäste haben. Wir müssen echt wieder an unsere Gäste machen. Aber wir sind wirklich vorbildlich. Unsere Funktion und Sauberkeit ist super. Wir haben mehr Geld gemacht. Das hat doch funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Und mehr Geld, das sieht man schon an den Kondomen. Wenn jeder Gast kauft, hier anscheinend ein Kondom. Okay. Und wir sind wieder Rollenverteiler. Wir können wieder forschen. Er schickt mir einen Kaputtmacher. Hör auf damit. Oh. Mir stockt jedes Mal das Herz, wenn ich das sehe. Und wenn der es schafft, da durchzukommen. Ach, Mann. Marmor wäre nicht schlecht als Ersatz. Okay, wir haben 86.000. Wir forschen erstmal hier. Eine neue Brille wäre nicht schlecht. Okay. So. 14.000 in die Spülung. Der will einfach nicht. Oh. Ja, wir hatten ziemlich viele Gäste. So, wir richten alles. Wir sparen. Wir sparen die Runde. Ich hatte ja schon überlegt, ob wir vielleicht wieder ein bisschen was investieren. Sieht's denn aus? Der achtet wieder auf Sauberkeit. Was? Was ist das? Ah ne, Ausstattung ist das. Das ist Gäste. Ich dachte immer, das wäre Gäste. Dabei ist es die Ausstattung. Ausstattung.
Also insgesamt die Ausstattung. Warum ist die bei dem so hoch? Nur durch seine neuen Upgrades oder was? Und ich überlege, ob wir noch eine zweite Parzelle holen. Dann kriegen wir nämlich mehr Geld zusammen. Indem wir noch einen zweiten Flughafen kaufen. 656.000, die sind sogar teurer geworden. Die Vorstadt. Also wir brauchen auf jeden Fall über 600.000, um uns eine neue Parzelle zu kaufen. 52.000 wieder gemacht, sehr schön. Einer ihrer Kunden wurde von der Spülung in die Kanalisation gerissen und verlangt ein Schmerzensgeld in Höhe von was? 16.400? Die Guthaben beträgt 82.000. Möchte sie das Geld zahlen oder vor Gericht ziehen? Was? Hä? Wie geht denn das? Wie klein war der Typ denn? Aber wir sind freundlich. Wir zahlen. Führt einen Prozess mit folgendem Ergebnis. Er hat gewonnen. Alle Kosten gehen zur Last seines Gegners. Ja, okay. Ah nee, er hatte glaube ich denselben Kunden gehabt anscheinend. Ah Mist, wir hätten vor Gericht gehen sollen. Oh, das wusste ich nicht. Ah, das wusste ich einfach nicht. Wie sieht's aus? Sieht stabil aus. Wir haben 65.000. Erstmal forschen wir hier wieder. Eine neue Brille, los, gib sie mir. Oi! Große Bemühungen ermöglichten die Entwicklung der Brille. Presswonne. Diese Klobrille hat rechts und links je eine Armlehne, sodass ihr Arm sich ausruhen kann und so am Ende noch genügend Kraft zum Abwischen hat. Dadurch ist gewährleistet, dass sie auch bei längeren Kloaufenthalten genug Kondition aufbringen und jedes Geschäft erfolgreich zu Ende zu führen. Sehr schön. Oh, da freue ich mich.